Ja, Sie sehen im Hintergrund, meine Damen und Herren, die ersten Pferde sind gestartet und starten gerade zu den Hohenzollern Reiterfestspielen. Und auch er ist an den Start gegangen und es hätte besser nicht laufen können für den Auftakt. Gleich zu Beginn mit dem ersten Pferd in dieser Prüfung eine Nullrunde, schnellster Nuller. Und das sind ganz gute Voraussetzungen für meinen Gast, für Michael Jung. Hallo Michael. Hallo. Michael, alle Titel aufzuzählen und alle Erfolge aufzuzählen, da würden wir, glaube ich, heute Nachmittag noch stehen. Es läuft zurzeit richtig gut für dich. Es begann damals alles mit Grafenstolz und seitdem ist es eine Vielseitigkeitskarriere, die ihresgleichen sucht. Sicherlich einer der Höhepunkte im letzten Jahr, der Einzelsieg bei den Weltreiterspielen in Lexington. Es ist fast genau ein Jahr her. Vielleicht kannst du kurz erzählen, was hat sich seitdem verändert? Oh, eigentlich gar nicht so viel. Kommt natürlich das ein oder andere Nachwuchspferd dazu. Eigentlich wie jedes Jahr. Man muss immer sehen, dass man an den Nachwuchspferden arbeitet, dass man eine gute Dichte bekommt in seinem Stall. Bei mir ist ja so, dass ich Dressurspringen und Vielseitigkeit reite. Deswegen ist es etwas kleiner in jedem Bereich. Und muss man natürlich überall dran arbeiten. Und du hast das gerade schon auf den Punkt gebracht. Vielseitigkeit ist nur das eine. Dressur, Springen. Dazu bist du aber noch Unternehmer. Du führst einen eigenen Reithof mit eigener Pferdeausbildung, wie du gesagt hast. Es ist unvorstellbar, fast jedes Wochenende unterwegs auf Turnieren mit solchen Erfolgen, immer mit den eigenen Pferden, dazu noch einen Hof managen. Wie macht man sowas? Wie managt man einen Arbeitsalltag im Leben des Michael Jung? Ja, also ich bin ja nicht 7 Tage die Woche weg, sondern das ist mal nur am Wochenende, mal auch nur einen Tag die Woche, aber schon ziemlich oft eine gute halbe Woche. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass man ein tolles Team zu Hause hat, wo man sich vor allem darauf verlassen kann, dass wenn man den Arbeitsplan aufstellt für die Pferde, dass der auch eingehalten wird, dass man dann, wenn man wieder nach Hause kommt, dass man da dann direkt dran anknüpfen kann und nicht immer irgendwas durcheinander gebracht wird. Und ich hoffe, durcheinander geht zu dem Turnier auch nichts. Für dich und für die Prüfung hier alles Gute. Toi, toi, toi. Vielen Dank.